Ich bin der Siegfried Pfiel, bin seit 29 Jahren bei der Vaterwerk Ilwerke beschäftigt, beim Straßendienst der Silvretta Hohalpenstraße, zuständig von der Mautstelle Partenen bis zur Mautstelle Galtür. Unter anderem gehört auch die Schneeräumung im Frühjahr dazu, nach einem strengen Winter wie dieses Jahr. Wenn die Lawinenkommission uns das Okay gibt, dann fangen wir an mit der Schneeräumung. Je nachdem, wie die Schneelage ist, arbeiten wir uns mit drei großen Schneefräsen Richtung Asphalt vor. Ist das abgeschlossen, die Schneeräumung, dann beginnen wir umgehend mit der Felsräumung, wo uns die Baupartie der Vaterwerk Ilwerke zu Hilfe kommt mit 15 bis 16 Mann. Und dauert circa die Schneeräumung 3 Wochen und die Felsräumung 2 Wochen, je nach Wettersituation. Bei schlechtem Wetter kann man nichts machen, da muss man halt warten, bis es wieder schön wird. Ja, und wenn alles fertig ist, dann kommen dann die Instandsetzungsarbeiten, sprich Asphaltierung, sprich neue Markierungen der Straße, Wehrsteine neu setzen, Leitschienen reparieren, solche Sachen. Insgesamt sind wir ca. 5 bis 6 Wochen damit beschäftigt, um die Straße wieder für den öffentlichen Betrieb freizugeben. Beschäftigt sind ca. alles zusammen um die 20 Personen, inklusive Fremdfirmen, um die Straße wieder auf Schuss zu bringen.